Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GP Gaming 2020 hier mit Stranded Deep und dem Max. Hallo. Man sieht ein bisschen schlecht, weil es dunkel ist, aber wenn ihr auf die Uhr schaut, ist es kurz vor 6, die Sonne müsste gleich aufgehen und ja, dann werden wir zur nächsten Insel fahren. Ist besser, Leute, oder? Ist besser? Hier mal richtig mein Mikrofon einstellen. Und dann können wir auch loslegen. Denn die Sonne da hinten geht sie auf. Max? Ja, ich jogge schon im Boot. Achso, fahren wir gleich los. Ja. Aber wir waren noch gar nicht unterwegs, gell? Nee. Kannst du uns bitte ein bisschen rausziehen? Jetzt die Frage, zu welcher Insel fahren wir denn am besten? Ich nehme mal den Kompass raus. Na scheiße, du musst noch mal ein bisschen rausziehen, weil ich hier an der falschen Stelle hocke. Kann ich zurück? Nee, zurückrudern kann ich nicht. Wobei, vielleicht. Nee, so geht's auch nicht. Also ich würde nicht in Richtung des Flugzeugträgers, ich würde eher so nach Hey, da warte mal, lass mich mal links. mitfahren. Ja, komm mal rein. Okay. Da links lang. Entweder zu der kleinen jetzt geradeaus oder noch weiter links zu der, die näher ist. Vielleicht zu der, die näher ist, oder? Wo Die ist denn mit die? diesem. Ach, die. Ich weiß Die zwar nicht, wie ist. viele. Also wir brauchen hauptsächlich Seile, das ist das Wichtigste mal. Also wir brauchen diese Fikusbäume. Oder Schreibe ich mal auf, die die ist so weit Setzlinge. links. Oder wir nehmen die ganz kleine noch weiter links. Ich weiß nicht, wie du willst. Ah, nehmen wir die, die ist am 40 nächsten. Grad, ja. Wir fahren jetzt 140 Grad. Was? Ja, in Richtung 140 Grad. Er sagt doch einfach Nordwest-Süd. Südost. Heißt, wir müssen zurück nach Nordwest. Hey, das ist ein Hai. Hallo. Es sieht ein bisschen aus wie ein Walhai in klein, mit der Schnauze. Aber es ist, glaube ich, keiner. Ich erkenne es halt nicht Aber es richtig. kommt nicht die böse Musik. Bei den bösen Haien kommt eigentlich immer so diese grummelige Musik, wenn. Er verfolgt uns die ganze Zeit, also der ist bestimmt böse. Oder es Ah ist ja, doch, wirklich jetzt hört ein. man es ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt kommt auch schlechtes Wetter. Ja. Das sieht so schön aus. Ich liebe dieses Spiel einfach. Das Ich ist glaube, das so ist ein sandziger harmonisch. Hai. Muss ich mal vergleichen nochmal dann mit meinen Bildern, die von Hai sind da. Nein, ich Die bin kommt schon. hier. Die Krabbe ist on the way. Oder auch nicht mehr. Zu zweit kriegen wir die doch. Ja klar kriegen wir so oder so. Aua. Au. Hast du ein Messer dabei? Ich habe kein Nee. Messer Ah dabei. doch. Also. Häuten. Ja, hier kann es aber auch Schlangen geben, muss man aufpassen. Disgusting. Die Setzlinge sind wichtig. Ja. Also bei den Piniensetzlingen kommen bloß Stöcker raus. Hört man Schlangen? Ja, immer die zischen. Oh, Zischen. großes Schwein, großes Oh, Schwein. puh. Schiebt es dich gerade mit dem. Oh nein, jetzt kommst du zu mir. Das weh? Scheiße. Das tut richtig weh, ja. Schwein riesig steht da. Getroffen einmal. Aber das muss man halt ewig oft treffen. Läuft weg. Einfach ein bisschen beobachten, dann geht es schon. Okay. Immer recht am Rand bleiben, weil im Wasser kannst du ja ausweichen. Du musst Wasser finden. Hast du Durst? Ja, haben wir Hier ist jetzt nichts dabei. ein Boot, aber da komme ich nicht hin, das ist zu weit draußen. Soll später hinfahren. Ja. Ich sag, brauchen wir Holz? Auch noch Kannst eine mal große mitnehmen, Krabbe. aber Holz haben wir eigentlich. Steine wären wichtig, weil Steine gibt es immer nur begrenzt. Aber du kannst eigentlich alles mitnehmen. Wäre bloß wichtig, dass wir vielleicht noch so ein Boot finden.
Ah, ich hab hier eins, da krieg ich eine Kiste raus, weil da können wir wieder was einpacken. Ja. Die ist ja gut. Och nö, hier ist keine Kiste drin. Oh Mann. Ja, müssen wir zu der gehen, die weiter weg ist. Ja. Schwein gehört? Was? Ein Babyschwein. Die sind nicht so schlimm. Aber hier stehen ganz viele Ayuga-Pflanzen, die braucht man nicht. Ich muss Wasser finden. Ja, ich auch. Wir können auch Palmen fällen, dann können wir uns. Das ist eine Schlange. Ja, da ausweichen. Ach Gott, ist das Mini, das Schwein. Ja, voll süß, gell? Ich verfolge mich, glaube ich, die Schlange. Ja, aber da müsste es. Ah, da kommt schon wieder eine große Krabbe. Große Krabbe. Oh, ich bin echt sehr, sehr leer mit allem. Außer Gesundheit, die geht noch einigermaßen. Wo ist denn das blöde große Schwein? Keine Ahnung, aber die Schlange verfolgt mich. Immer noch. Zwar nicht schnell, aber. Das ist das große Schwein. Ich hole mir mal schnell eine Kokosnuss. Kann man da hochgehen gleich nochmal? Einfach mit Space draufbleiben. Ja. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh, bei den Kleinen brauchst du gar nicht hochklettern, cool. So, jetzt gehe ich hier mal her. Schmeiß mal kurz die Kokosnüsse hin. So, dann erstmal trinken. Ah, man kann die auch trinken? Ja. Ach Mist, wenn ich. Also musst du die einmal klopfen. Also bis sie braun werden praktisch, dann kannst du sie trinken und danach kannst du sie zerklopfen und essen. Stimmt. Da war ja was. Oh, ich habe das Gefühl, dass wir viel zurück sind bei dem Spiel, weil wir so konzentriert sind. Ich hoffe, ihr seht das einmal, so. Du darfst, ich glaube, du solltest nicht mehr als drei essen, weil sonst fängst du's, hast du Durchfall. Ich habe eh nur zwei. Ja, wegen mir können wir jetzt zu diesem Boot da drüben fahren. Wo war's denn? Ja, gerne. Ich glaube hier links irgendwie. Links um die Insel rum. Ja, genau, links oder egal, um eine einmal um die Insel rum, dann sehen wir schon. Okay. Ich denke natürlich, es regnet an, das ist natürlich scheiße, weil dann sieht man nämlich durch. Dann sieht man nicht durchs Wasser durch. Weißt du wieder? Kann ich machen. Nein, wir hängen schon wieder. Wir müssen uns noch mal ein bisschen ziehen. Ja, komm rin. Das ist halt auch geil gemacht, weil du wirst halt echt von der Strömung wieder zurückgetrieben. Und du musst da erstmal drüber rauskommen praktisch. Ja, das wie ist ziemlich echt cool, ja. Aber ich habe bis jetzt noch nicht bemerkt, dass man kentern kann, tatsächlich. Also auch bei schlechtem Wetter bin ich gefahren, da hatte ich schon ein größeres Boot. Da ist auch ein Schiff unter Wasser. Ja, aber da war ich schon. Oder? Nee. Ja, aber das ist halt die Frage. Jetzt siehst du da runter, siehst du da irgendwo. Da bleib mal stehen. Ja, ist schwierig gerade. Oh. Das ist groß, ich hab eine Kiste. Hab sie. Da ist sogar noch eine. Du kannst eigentlich mehrere aufnehmen, solange du noch genug Platz im Inventar hast. Ja. Funktioniert denn das mit halten, eh halten und mitfahren nicht? Da habe ich zwei Kisten im Inventar, ja. Okay. Kommst du da oben, kannst du da hinspringen auf das Dach, dass du diese Planken dann nimmst? Fahr mich näher hin. Warte mal. Yay. Ist daneben gesprungen. Warte, dann tue ich jetzt mal kurz die hier hinlegen. Ja, schau mal, ob da Platz noch drin ist, dann kannst du was reintun. Ja.
Ah, es ist wieder schönes Wetter. Perfekt. Oh, da ist ein Hai unten, da soll es nicht mehr ins Wasser gehen. Was braucht man denn eine Sauerstoffflasche? Ja, damit kann man tauchen. Lange tauchen. Die Bretter kann man gar nicht nehmen. Ach so, das sind welche nicht. Keine Deko. Wo ist ein Hai? Ja, er war gerade eben unter uns. Bin er bereit, dann ja. Tue ich den. Oder aber ich gehe zum Bedienen. Was ist denn das hier für... Das ist der Anker. Ach den so. Musst du einholen. Ist das eine Qualle? Nein. Gibt's hier Quallen? Hast du den Rettungsanker eingeholt? Nee. Hol den mal ein. Das ist der Meeresanker, den ich geworfen habe. Nee, ich kann ihn nur werfen. Ach so. Sieh mal. Ah, das ist schon ein Rochen. Jetzt fahren wir mal schnell. Genau. Der stößt auch das Boot an irgendwann, gell? Also wenn du auf offener See bist und der aggressiv ist, dann greift er uns an und stößt das Boot an. Aber passiert nichts. Soweit ich weiß, bis jetzt. Den erkenne ich nicht, aber es könnte ein weißer Hai sein. Es sieht so aus, ja. Zu klein für einen weißen Hai eigentlich. Oh, oh, hoffentlich bleiben wir jetzt hier nicht stecken. Weil es so flach ist. Ein weißer Hai ist schon so 4 Meter. Das war auch keine 4 Meter, der Hai. Schauen wir mal. Ja, ich bin halt jetzt... Einen Platz habe ich noch im Inventar, aber mehr nicht. Es ist zu flach, um den Meeresanker zu werfen. Okay. Diese Schwimmer wären halt cool. Die da unten sind, die muss man klopfen. Und dann kommen die an die Oberfläche gestiegen. Und dann kann man sie mitnehmen. Aber dann muss man sie halt irgendwie... ins Boot rein und muss aufpassen, dass sie nicht... Ist schon Zeug, aber ich kann halt nichts mehr looten. Warte mal, ich hab auch kaum Platz mehr im Inventar. Einen Platz habe ich noch im Inventar. Ich weiß halt nicht, ob das Boot jetzt so bleibt, wenn ich jetzt gehe. Jetzt gerade hängt es fest ganz gut, aber... Toll. Ich wollte gerade einen anderen Weg raus, schwimme jetzt rein und dann kam der Hai. Ich werde gerade abgetrieben. Du kannst mir auch noch was geben. Ja, warte, ich will jetzt mal reingucken. Da ist Platz drin. Okay. Dann kann ich nochmal gucken. Ich habe jetzt wieder 4 Platz frei. Schau nochmal schnell. Hier oben ist nichts, oder? Doch, warte mal, ich finde was. Normalerweise kann man hier... Ja, ich kann hier hochgehen. Hier oben ist, glaube ich, auch nochmal eine Kiste. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier bleibe ich hängen. Brauchen wir Benzinkanister? Ja, später. Kannst du mal mitnehmen, wenn du noch Platz hast. Braucht man dann, wenn man aus Kartoffeln kann man ja Benzin machen, wenn man einen Motor hat fürs Boot. Und da braucht man dann die Benzinkanister. Hier ist unterirdisch ein Container, da ist wahrscheinlich nichts drin, oder? Wie unterirdisch? Ja, unter Wasser meine ich. Ja, es kann schon sein, aber. Scheiße, wo ist. Achso, das Boot da. Ich bin mal wieder aufs Boot, weil das treibt gerade. Oh Scheiße, ich komme da gar nicht mehr durch, oder? Bin schon da. Hä? Bin rausgefallen. Ja, ich hab's gesehen. Was ist denn da vorne? Korallen. Oder? Nee. Das? Ach, das ist so ein riesiges Boot. Ja, das ist genau. Ein Containerschiff. Edzard. Das ist... Unter Wasser ist das total riesig. Wo müssen wir hin? Wo ist denn unsere... da links, oder? Das müsste unsere Insel sein. Warte mal. Wo ist denn der? Da ist unten ein riesen Laderaum. Da sind auch ganz viele Kisten und so drin. Da kann man dann schon rein, aber da braucht man erst die Sauerstoffflaschen dann und so und am besten Haiabwehrmittel. Man kann theoretisch mit dem Sauerstoff. Ist links, gell? Weiter links noch. Ist nicht die. Wow, hast du es gemerkt? Ja, das war der Hai. Das war der Hai. Nicht die, sondern eins weiter links oder was? Ja. Naja. Also die da rechts müssen wir uns fast vormerken.
Also jetzt hier eins weiter. Ja, warum? Weil die sieht gut aus. Da ist direkt, glaube ich, ein Boot dran. Da liegt ein großes Boot direkt am Strand. Und das ist so eine, nicht so eine wie hier mit diesen hohen Bäumen, sondern mit den normalen Palmen. Da sind mehr Setzlinge und sowas. Ach so, Setzlinge. Und halt auch diese Yucca-Bäume, wo diese ganzen Palmfasern da oder diese komischen Fasern da drin sind. Okay. Wahnsinn. Du siehst die Insel, welche ich meine? Ja, ich sehe es, weil da ist der Flugzeugträger daneben. Den sehe ich noch gar nicht. Rechts neben unserer Insel. Der Flugzeugträger. Sehe ich nicht. Okay, die Insel, auf die wir müssen, die ist dann im... Die muss ich jetzt kurz beobachten, damit ich weiß, welche Richtung wir fahren müssen. Schon wieder dunkel. Sag mal. Oh, wo ist denn unser Lager? Da drüben. Haben wir viel Kisten jetzt gesammelt? Das ist so cool. Ja, jetzt muss ich dann schauen, dass wir Planken bekommen. Ich weiß nicht, ich habe eine aufgesammelt, glaube ich, so eine Holzplanke. Dann kann ich so ein blödes Regal machen, das ist ganz praktisch. Und stehen die nicht so lost da blöd bei uns. Rum. Hä? Lost. Du bist schon im Lager. Ja. Geil. Wieder ausgestiegen, ohne dass er mir Bescheid sagt. Hä, ich dachte, ich hatte 4 Kisten. Naja. Da wäre ein Fernglas gewesen. Ja, ja. Ich habe in die mittlere die ganzen Fasern getan. Okay. Wenn ich das Feuer wieder anmache, wo sind die Anzünder? Da. Feuer an. Hier ist das Kistensystem. Ich kann aber eigentlich alles stacken, gell? Eigentlich kann man alles, also man kann alles 4-mal stacken. So, ich mal ein bisschen zu sortieren. Okay, ich brauche noch richtig viel Holz. Das habe ich doch in der Mitte. Nee. Levelaufstieg kochen, hä? Krieg ich die Levels genauso wie du? Ja, anscheinend. Ja, 8. 12. Okay, jetzt muss ich irgendwie improvisieren. Das tue ich mal. Ach, ich kann da nichts rein tun. Ich die mal auf den Boden. Nimm das da raus. Tu das hier rein. So. Tu mal das Fleisch auch mal dabei hier rein. Genau wie das. Versuche es ein bisschen in Ordnung reinzubringen. Ja. Ah. Ja, das muss erstmal. Hier, das tun wir raus. Transportmittel. Das kommt hier rein. Wie viel habe ich jetzt? 4, 8, 12. Kann man die abstellen? Wenn man die abstellt, leuchtet die dann noch? Ja, die sind geil. Die kann man nämlich, da kann man nämlich auch sehr, sehr viele finden und kann dann hier richtig alles beleuchten. Wenn man dann auch so einen Steg gebaut hat und so, kann man den Steg beleuchten. Das ist richtig cool. Transportmittel. Okay, Holzfloßfundament. Hä, wieso kann ich das jetzt nicht machen? Hammer ist nötig für Transporten. Haben wir nicht einen Hammer gehabt? Hätte doch schon mal einen Hammer gemacht, aus Versehen. Hä? Kann ich den ja nochmal machen. Bin ich wieder voll, oder was? Okay. Boah, ist so nervig, ey. Was? Dass man... zu wenig Platz hat. So, jetzt pass auf. Holzfenster, Holzfundament. Nein, ich will ein Holzfloßfundament. So, das ist jetzt wirklich die unnötige Kiste zu... Die lege ich mal dahin.
Ich hoffe, es ist euch jetzt nicht zu dunkel, Leute. Aber wir haben eh gleich Folgenende. Bald. Aber denkt dran, dass wir praktisch ja was rausgeschnitten haben. Genau. So, jetzt brauche ich nochmal ganz viel Holz. Dann kann ich noch das zweite Fundament machen, weil mehr, also eins reicht nicht. Achso. Jetzt habe ich zu mir halt. Das ist bei dir die ganze Zeit das Geräusch, dass du nicht genug Platz im Inventar hast. Ja. Jetzt kommt bei mir auch das Geräusch. Weil das gehört doch. Hä, Flo's Fundament Holz, hast du das gemacht? Ja. Da mache ich dann gleich noch ein zweites, dann haben wir nämlich ein einigermaßen. Also mit, eigentlich brauchen wir sogar drei oder vier aneinander, sonst wird es zu klein. Ah, cool. Das ist gut, diese. Hast du was zum Essen gemacht eigentlich? Ja, du kannst dir was nehmen schon. Bitte jetzt. Oder ich esse es. Schon weg. Okay, dann kann ich das nächste aufhängen. So, dann machen wir uns mal. Das ging doch irgendwie mit C. Achso. So, denk immer dran, wenn du trinkst, dass du den Wasserdestillierer wieder auffüllst. Ah, okay. Steinstapel. Hier hin. Dann tun wir da den ganzen Stein rein. So. Dann machen wir daneben. Holzstapel. Dass jetzt hier mal alles ein bisschen sortiert wird. Okay, jetzt muss ich eigentlich schon wieder erreichen. Bauen, Transportmittel. Oh, Seil? Hä? Ich hatte doch Seile. Hä? Ich habe ein Seil in einem von den Containern. Ach so, hatte ich das liegen gelassen? Nee, ich hab's reingetan. Ja, aber habe ich das irgendwo liegen lassen hier? Ich hatte doch noch eins gemacht. Hä? Keine Ahnung. Tu mal das rein. Ah, da hab ich einen Stein im Inventar noch. Ja. Hier ist auch so Zeug drin. Das tun wir da hinten dazu. Zeug und Zeug. Jetzt ist es einigermaßen ordentlich hier. Immer noch Durst. Wieso kann ich das jetzt da nicht dran machen? Hinten und. Ah, jetzt. Also. Nein. Weil sich's bewegt, oder? Ja, na, das ist nicht das Problem, aber es muss im Wasser sein, um's zusammen zu machen. Ach, das ist unser neues Floß dann. Ja. Aber mich wundert es, weil normalerweise sah das irgendwie zusammenhängender aus. Keine Ahnung. Alles schön sortiert, Max. Wollen wir kurz schlafen? Können wir machen. Gespeichert? Ach, okay. Muss ich auch noch machen. Ich glaube, ich habe auch noch nicht gespeichert. Gut, aber die erste Folge ist jetzt schon rum. Ja, dann, machen wir jetzt Folgenende, oder? Ja. Ach, ich bin dran. Stimmt. Ihr seht ja mich, gell? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und dann freuen wir uns auf nächste Woche wieder zu Stranded Deep. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Max.